Der Europatag soll seit Jahrzehnten ein Feiertag sein. Heute ist aber alles anders. Die Corona-Krise zeigt uns deutlich auf, wo die Herausforderungen in der Europäischen Union liegen. Diese müssen wir gemeinsam annehmen und diese angehen, um sie zu lösen. Dafür braucht es ganz konkrete und rasche Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa in diesem globalen Netzwerk wieder zu stärken. Wir müssen die europäischen Unternehmen ganz weit nach vorne bringen und ihnen in dieser schwierigen Phase helfen. Hierfür braucht es einen Schulterschluss der Länder mit der Europäischen Kommission, mit dem Rat und entsprechend auch mit dem Parlament. Hierfür müssen wir konkrete Schritte setzen. Das erwarten sich die Bürgerinnen und Bürger Europas von uns. Der Verein Vienna Goes Europe leistet einen wesentlichen Beitrag, dieses Bewusstsein für Europa und seine Stärke zu schärfen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich.